war einmal am Hofe von Eisenach. Am Hofe von Eisenach. Ein kleiner Wicht, den nannten sie alle Klein Zack. Sein Kopf verglänzte fast wie Lack, mit den Beinen da ging's klick-klack. Natürlich, ich wie alle anderen kennen Offenbach als Operettenkomponist. Aber ich glaube, man muss ihn eher nur als Komponist bezeichnen. Jemand, der besondere Sujets genommen hat und mit besonderen Schriftstellern kooperiert hat und besonders erfolgreich war, indem er eine Musik dafür geliefert hat, was genau passend war. Das Besondere an Hoffmanns Erzählungen ist, dass es die Oper im Grunde gar nicht gibt. Denn Offenbach ist leider vor Fertigstellung dieses Werkes gestorben und es wurde posthum zur Uraufführung 1881 fertiggestellt. Wir wissen also nicht hundertprozentig, was wollte Jacques Offenbach wirklich. Also ist es Aufgabe von jedem Theatermacher, ob Dirigent, ob Regisseur, ob Dramaturg, sich an eine eigene Fassung zu machen, in der wir glauben, dass es im Sinne von Offenbach gewesen wäre, dieses Stück aufzuführen. Ich persönlich bin der Meinung, und ich glaube, da sind meinen Kollegen in der Leitung der Meinung, dass dieses Werk muss was Leichtes haben. Und dadurch haben wir uns entschieden für eine Fassung, was sozusagen das Wesentliche hat, aber ist nicht wahnsinnig breit. Das war das Hop-Hop-Vorspiel, diesen Walzer musst du mir schenken. Nimm den Arm, dieses herrliches Kind. Ich kann nur sagen, dass ich neulich mit einer französischen Kollegin gesprochen habe und ich habe sie was gefragt wegen französischem Stil in Hoffmann. Und sie sagte, für mich ist Hoffmann überhaupt kein französisches Stück. Für mich, das ist ein deutsches Stück. Und ich weiß ganz genau, was sie meint. Es ist so unglaublich deutsch, dass ich finde, dass man das Werk gut auf Deutsch machen kann. Schon einiges von E.T.A. Hoffmann in dem Stück. Man muss es allerdings auch durch eine französische Brille sehen. Man hat damals den E.T.A. Hoffmann nicht so auf die Bühne gebracht, wie man es heute vielleicht machen würde, sondern so, wie es das damalige Publikum in Frankreich gerne sehen wollte. Sprich, man mochte besonders das Exponierte am Schauergeschichten Hoffmann und hat sich in der Seele des betrunkenen Künstlers ein bisschen gesuhlt, der aus dem Suff, aus dem Alkoholkonsum heraus seine Werke geschaffen hat. Das war damals besonders interessant. Heute weiß man, dass E.T.A. Hoffmann zwar ein Alkoholiker war, aber dass seine Werke schon ein paar andere Entstehungshintergründe hatten als einfach nur ein Rausch. Hoffmanns Erzählungen sind die Erzählungen von E.T.A. Hoffmann. Von wem? Von einem Gesamtkünstler. Er war nicht nur Komponist, nicht nur Schriftsteller, nicht nur Dichter, er war Philosoph, er war Maler, er war Wahrheitssucher. Er war Mann, er war Mensch. Sie ist schön, schöner, als ich damals gedacht. Ich folgte ihren Spuren und verließ wie ein Tor. Die heimatlichen Flüren zog mit ihr durch die Welt. Sah nur sie, sah man aus. In meiner Inszenierung
Er wirkt sich in einem Labyrinth aus Vitrinen, aus einer Sammlung, wie in einer zeitgenössischen Kunstinstallation. Was heißen die Vitrinen? Weiß nicht, vielleicht ganz einfach versucht Hoffmann, die verschiedenen Teile seines Lebens und überhaupt die Verbindungen zwischen den verschiedenen Künsten zu finden und zusammenzufassen.